Wir sind heute hier im Bestückungslager in Bronn-Dransdorf des BBKs und wir erproben heute das Beispiel oder den Beispielsatz für den Gerätewagenbehandlung. Wir üben das, weil wir zwar schon vor einigen Jahren die entsprechenden Ablaufpläne, was auf dem BHP gemacht werden muss, uns überlegt haben, das auch in mehreren Übungen schon erfolgreich auch beübt haben, auch in der Praxis. Aber wir brauchen jetzt entsprechendes Material, was wir beschaffen müssen, weil wir sind für den Zivilschutz da, das heißt für Spannungs- und Verteidigungsfälle. Wir müssen also entsprechendes Material haben, was sehr robust ist und den besonderen Anforderungen des Zivilschutzes auch genügt. Wir wissen ungefähr, was wir brauchen und in welcher Menge. Aber gerade im Zivilschutz bei zerstörter Infrastruktur muss man unheimlich viele Sachen haben, die auch sehr robust sind. Und wir sind in der Präklinik unterwegs. Das heißt, wir sind irgendwo auf der grünen Wiese hier. Insgesamt haben wir auf dem Behandlungsplatz MTF insgesamt 13 verschiedene Funktionsstellen. 7 Funktionsstellen, das sind die Gerätewagensanität. Jeder Sanität GW-San wird eine oder stellt eine entsprechende Behandlungsstelle dar, wo die medizinische Versorgung der akut verkrankten und verletzten Personen stattfindet. Zudem haben wir noch gerade, wo wir uns hier befinden, jetzt eine Eingangssichtung, die besteht aus 2 Zelten insgesamt. Hier haben wir pro Zelt einen Arzt, einen Rettungssanitäter und einen Sanitäter. Das Ganze dann mal 2 und ein Arzt kann sich zeitgleich oder kurz hintereinander um 2 verletzte Personen kümmern. Die steht immer im Vordergrund, die medizinische Versorgung der Verletzten und akut Erkrankten. Zudem haben wir noch einen sogenannten Versorgungsnachweis. Den gibt es nur bei der medizinischen Taskforce auf dem Behandlungsplatz. Zudem haben wir dann noch eine Ausgangsdokumentation. Das heißt, alle Leute, die entsprechend irgendwann mal transportfähig sind und den Behandlungsplatz verlassen, müssen auf jeden Fall über diese Stelle auch gehen, weil dort wird auch kontrolliert bzw. auch organisiert, wo ein Patient hingefahren werden kann. Zum Teil müssen wir im Zivilschutz mit erheblich starken Infrastrukturstörungen oder Zerstörungen rechnen. Das heißt, man hat nicht die Krankenhäuser vielleicht in 100 oder 150 Kilometer Umgebung, die man anfahren kann. Man muss gegebenenfalls 700 Kilometer fahren mit einem Patienten, weil andere Krankenhäuser entweder teilzerstört oder komplett zerstört sind oder aufgrund von vielen anderen Patienten, die da schon selbstständig entweder hingehen oder durch andere Rettungsmittel hingebracht werden, sind die halt überlaufen. Zudem haben wir dann noch eine Totenablage. Wir befinden uns in der entsprechenden Zivilschutzlage. Das heißt, wir haben Katastrophenmedizin und auch da bei der Katastrophenmedizin müssen wir auch gegebenenfalls mit Toten rechnen. Und weil das eine große Einheit ist, die Teileinheit Behandlung, als eine der Teileinheiten der MTF, der medizinischen Taskforce, haben wir hier auch eine Führung noch extra eingerichtet, die dann das Bindeglied zwischen hier, den arbeitenden Kräften und Ärzten ist und wieder der Führung der MTF, der Gesamt-MTF und dann da zur Einsatzleitung. So ist das Ganze dann geregelt, dass wir auch hier bei 66 Leuten, die hier arbeiten, in der MTF, hier in der Behandlungsbereitschaft, da auch eine Führung haben.